Ja, Laura Nevoli, Michel Sinz, 8:45, Mittwochabend, 11.05. Halbfinale Verbandspokal liegt hinter uns. Leider am Ende 2:1 gegen Berghofen verloren. Eine sehr unterschiedliche Partie. Erste Halbzeit mit ein bisschen Übergewicht für den SVB. Zweite Halbzeit hat der erste FFC sich sehr dagegen gestimmt. Anschlusstreffer durch dich, Michel. Wie siehst du das, Trainerin? Was kannst du zum Spiel heute sagen? Schade, oder? Ja, das ist schade, dass wir ein bisschen die erste Halbzeit verschenkt haben. Dass wir jetzt auch bei dem Standard einfach nicht wach waren. Ne? Dass das zu 2-0 geführt hat, war auch 45. oder 46. Minute. Ja, wir waren in der ersten Halbzeit nicht alle wach. Ne? Wir waren nicht so kompakt, wir waren nicht so aggressiv in die Zweikämpfe reingegangen und dann haben wir uns jetzt in der zweiten Halbzeit vorgenommen, einfach eine Reaktion zu zeigen und zu zeigen, was wir können. Und ich glaube, die Mannschaft hat wirklich eine sehr gute Leistung. Sie hat wirklich gezeigt, wir wollten das Spiel drehen. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, auch zum 2-2. Leider hat nicht gereicht und wir wollen jetzt am Sonntag wieder gegen Berghofen jetzt besser machen. Wir wissen jetzt, wie das geht. Naja, und dann holen wir uns die 3 Punkte am Sonntag. Ja, stimmt. In der Tat, am Sonntag kommt es zum nächsten Duell in der Regionalliga West zwischen dem SVB und uns, dann an der Berghofener Straße in Dortmund. Michel Sinz, erstmal herzlich willkommen. Danke. Du bist erst seit kurzem beim ersten FFC, bist endlich wieder im Fußball dabei. Heute kam es auch dazu, dass du dann zum 1:2 deinen ersten Treffer für die Blau-Weißen erzielen konntest. Auf Vorarbeit von Chiara Tat, sicherlich eine der Szenen in der zweiten Halbzeit, die dir auch gefallen haben, weil der FFC stärker war und wirklich auf den Ausgleich oder die Spielwende gedrängt hat. Was sagst du? Genau, in der zweiten Halbzeit war das eher so, dass wir sehr, sehr viel Druck gemacht haben. Womit die anderen nicht ganz so gut klarkamen, wie man dann auch gesehen hat. Wir haben super viel Druck gemacht, die hatten sehr viel Stress, sodass wir dann da durchkamen und hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Druck gemacht, hätten wir es auch noch gewinnen können. Stimmt. Tor erzielt, wie gesagt, gerade angesprochen, Mannschaft feiert dann natürlich auch dementsprechend gut. Alle hatten im Stadion noch Hoffnung. Die Partie war jetzt nicht schlecht, Laura. Also, die Partie war vielleicht wirklich geteilt. In der ersten Halbzeit, wie schon erwähnt, hatte der SVB sicherlich ganz klar die Hose höher gezogen als der erste FFC. Das Gegentor war unglücklich vor der Pause, das muss man so nicht kassieren, kassiert man dann. Wie du eben schon angesprochen hast, jetzt sind wir ja auch noch im Abstiegskampf der Regionalliga, haben wir noch einige andere Aufgaben zu erfüllen. Ich glaube, die Mannschaft zeigt zu keiner Zeit, dass sie sich aufgibt oder dass sie resigniert. Schade. Ja, aber Fußball ist schön, weil in 3 Tagen spielt man wieder und dann hat man die Möglichkeit, einfach noch eine bessere Leistung zu zeigen und vielleicht mit ein bisschen Glück auch das Spiel jetzt für uns zu gewinnen und zu entscheiden. Deswegen, wir sind motiviert, wir haben jetzt noch 3 Spiele, wir wollen noch mal 9 Punkte holen und auf jeden Fall in der Regionalliga drin bleiben. Ja, da spricht mal wieder der Ex-Profi, merkt man. Aber Michel, nochmal zu dir. Wir spielen jetzt am Sonntag gegen SV Berghofen. Danach, glaube ich, zu Hause gegen Leverkusen. Dann als Abschluss in Bielefeld. Sind auch nochmal Highlights. Für dich aber auch gar nicht so Neuland, weil du warst ja eines der Sternchen bei der SGS damals im Aufstiegsjahr, auch in der zweiten Liga. Ich glaube, 8 Tore, einige Vorlagen erzielt. Wie waren deine Erfahrungen aus der Zeit? Was nimmst du mit? Du bist ja auch noch eine junge Spielerin, du hast ja alles vor der Brust. Erzähl mal ein bisschen. Wie soll ich das erklären? Also ich habe mir als Spielerin überhaupt gar keinen Druck gemacht. Egal wie die Mannschaft hieß, egal wer da auf dem Platz stand, ich habe immer 100% gegeben. Manchmal hat man nicht immer 100% gegeben, aber mir ist egal, wer vor mir stand. So habe ich mir das immer gedacht und so sollte man da auch reingehen mit einfach Aggressivität. Man hat Spaß am Fußball und man hat die Leidenschaft. Man soll zeigen, was man kann und gut ist. Vollkommen richtig. Naja, abschließend, wir hatten heute eine angenehme Kulisse. Ich glaube, Wetter, alles hat gepasst. Rasen war auch top. Nur das Ergebnis. Ergebnis leider für den ersten FFC so nicht gut, aber
Ich glaube, wir haben eine ganz gute Show geliefert, die Leute waren zufrieden. Und macht einfach weiter so, glaubt an euch und der Rest kommt von ganz alleine. Danke. Ja, danke dir.